Du bist nicht nur deine Gedanken, deine Gefühle und deine Wahrnehmung, du bist mehr als das. Seit 50 Jahren beschäftige ich mich wirklich, Sie werden sich fragen, hat er nichts anderes im Kopf, wirklich mit der Frage, wer bin ich eigentlich? Wieso denke ich, wie ich denke? Wieso fühle ich? Es geht mir gut und da kommt ein Anruf und meine Welt bricht zusammen. Wieso gehe ich durch dieses Auf und Ab der Gefühle? Gibt es da keinen Ausweg? Gibt es wirklich nur eine Möglichkeit, sich mehr auf das Positive einzustimmen und das Negative vielleicht durch irgendwelche Technik in den Griff zu kriegen? Und dann stellst du fest, ich kann es noch nicht und darum buche ich nochmal irgendwas Neues im Coaching. Oder die andere Frage, die ich sehr interessant finde, die mich über 2 Jahrzehnte mindestens verwirrt hat. Gibt es eigentlich einen Geschäftsführer in meinem Leben? Gibt es einen, der entscheiden kann? Und natürlich würden Sie sagen, ich kann mich entscheiden für Tomaten oder Zucchinis oder Mallorca oder zu Hause bleiben. Ich kann mich theoretisch auch entscheiden, die Lebenssituation, die ich jetzt habe, zu verlassen. Aber ich weiß ganz genau, dass es sehr schwierig wird. Aber es gibt so offensichtlich, muss es irgendwo einen Geschäftsführer geben, der über die Qualität des Lebens bestimmt. Übrigens, wenn das so wäre, dass Sie einen Geschäftsführer hätten, von dem wir in unserer abendländischen Kultur ausgehen, weil dieser Geschäftsführer wird von klein auf trainiert. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Du musst sehen, dass du dich auch, egal wie jetzt die väterlichen oder mütterlichen Anweisungen sind, du musst sehen, dass du dich durchsetzen kannst. Aber wer ist das, der da adressiert wird? Und je nachdem, wie die Antwort für Sie ausfällt, wir kontemplieren von verschiedenen Seiten mal darüber, kann es sein, dass deine Haltung zum Leben sich auch verändert. Stellen Sie sich mal vor, rein theoretisch, der Beweis ist doch nicht gebracht, es gäbe keinen Geschäftsführer. Dinge geschehen. Stellen Sie sich das mal vor. Es denkt mit Ihnen, es fühlt mit Ihnen, es sieht mit Ihnen. Wir sagen zwar immer, ich denke das, ich fühle das, aber wenn es ein Ich gäbe, was denken kann, das würde ja voraussetzen, wenn Sie noch bei mir bleiben jetzt für die erste kritische Frage, ich könnte meine Gedanken aussuchen. Wenn ich jetzt hier hinschaue, stelle ich fest, ich habe keine Ahnung, wie mein nächster Gedanke aussieht. Es denkt mit mir. Mit Ihnen auch. Zum Beispiel, Sie können irritiert sein, Sie können sagen, dem stimme ich überein. Das habe ich mir immer schon gedacht, dass es keinen Geschäftsführer da oben gibt, sondern nur ein zerstrittener Vorstand. So ein riesiger Betrieb. Stellen Sie sich vor, und da würden viele von Ihnen übereinstimmen, es wäre unmöglich für Sie, die Gefühle, die Sie haben, von Freude zu beeinflussen oder erhalten, von Niedergeschlagenheit, es ist mir alles viel zu viel, von Irritation, von Ärger, von Wut, von tiefer Verzweiflung. Stellen Sie sich vor, Sie könnten diese Gefühle in den Griff kriegen, gäbe es für Sie keinen Grund, das ab jetzt zu tun. Die tun es. Sie würden es gerne tun, natürlich. Ich würde auch gerne meine Gefühle in den Griff kriegen. Es fühlt mit Ihnen. Und was natürlich ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, wenn wir kurz über Beziehungen sprechen, wenn es mit Ihnen denkt und mit Ihnen fühlt, nehmen wir mal nur die beiden Kategorien, dann kann dein guter Partner, sei es Businesspartner, sei es Vorgesetzter, sei es Mitarbeiter, deine Frau, dein Kind, die denkt so, wie sie denkt. Sie hat da keine Wahl. Wie gehen Sie mit jemandem um, mit dem es denkt und fühlt? Was wäre das denn für eine Welt? Ist da nur noch Chaos oder was? Sie wissen, mit Schatz, sie denkt, die lamentiert jetzt die nächste halbe Stunde wieder rum, dass es so nicht weitergehen kann mit unserer Beziehung. Und es, statt zu sagen, hör mal, und dann, also so war ich immer, ich versuche dem anderen das Gefühl, weil ich es sehr unangenehm finde, mich damit auseinanderzusetzen, auszureden. Was, wie Sie wissen, ziemlich hoffnungslos ist. Sie können keinem ein Gefühl ausreden. Und was Sie dann nach vielen Jahren vielleicht von Selbsterkenntnis sagen, ich verstehe, was du meinst. Und dann stellen Sie mit Erstaunen fest, dass der andere dann entspannt. Und das Gefühl ist weg. Das klingt an sich jetzt wie so eine einfache Bedienungsanleitung in beruflichen oder privaten Beziehungen, aber auch diesen Satz, ich verstehe, was du sagst, statt dass du wieder weiter drauf bestehst, Recht zu behalten, ich verstehe, was du fühlst, sagst du, hör mal, komm mir doch nicht immer mit denselben Sachen, das nervt echt. Obwohl du heute gehört hast, es ist viel klüger, das zu tun. Wie wäre ein Leben, wenn du morgens aufstehst und du würdest sagen, ich bin mal gespannt, was ich heute denke und was ich heute fühle. Business-Leute reagieren sehr ungehalten darüber, weil unser gesamtes Erziehungsideal, unsere gesamte abendländische Kultur basiert auf der Idee, da gibt es ein Ich, was das Leben, was kompliziert genug ist, zu meistern hat. Und ich gebe dann die Empfehlungen diesem Ich, wie er das Leben in den Griff kriegt, damit er ein erfülltes und glückliches Leben vor sich hat. Das klingt völlig plausibel, aber stellen Sie sich mal vor, die ganze Grundannahme, dass es ein autonomes, selbstständiges Ich gibt, die wäre falsch. Und du würdest als Vater sagen, das ist ja wirklich interessant, wie sich das alles bei dir gerade entwickelt oder was immer deine Reaktionsweisen sind. Mach mal ein kleines Experiment. Weiß nicht, ob die, naja. Letzte Reihe ist ein bisschen unterprivilegiert in der Beurteilung von dem. Was sehen Sie? Punkt, klar. Das sind so triviale Ratespielchen. Und Sie können sich ja vorstellen, dass ich für diese schwierige Aufgabe nicht diesen Flipchart extra hier hinstellen lassen, damit Sie schließlich erraten, dass er ein Punkt ist. Was sehen Sie denn noch? Sie sehen noch was? Ja. Sie sehen noch was drumherum. Ist ein bisschen Kölsch, aber so hätte ich es auch ausgedrückt. Wir sind so busy damit, unsere Gedanken zu beobachten und unsere Gefühle zu beobachten, die ja ein Indikator dafür sind, wie es mir gerade geht und was ich mit meinem Leben mache, dass wir völlig übersehen, dass das hier, ich könnte auch jetzt hier eine Person reinmalen, den nenne ich hier, das ist egal, wie ich den nenne, das ist der kleine Fritz hier. Das bist du oder ich, das ist jetzt egal. Und wir sind so, und in diesem Fritzi, dem kleinen Süßen, finden halt Gedanken, Gefühle, Wahrnehmung, Handlungen statt. Und dann sind natürlich, weil das Leben ja so unterhaltungs ist, so einen großen Unterhaltungswert gibt, gibt es dann hier ganz viele. Ich male die jetzt nicht alle aus, obwohl das sehr süß aussieht, wenn ich das tue. Und wir sind so beschäftigt, einmal mit unserer Innenwelt, weil die ja ganz wesentlich die Qualität unseres Lebens bestimmt, und natürlich mit der vermuteten Innenwelt von dem anderen, dass wir eins völlig übersehen, dass es etwas Größeres gibt. Ich bin nämlich, ich will das jetzt mal, das klingt zunächst mal abgehoben, ich will das erstmal so formulieren, ich nehme das drumherum, weil ich sie gerade angucke, raus. Du bist nicht nur deine Gedanken, deine Gefühle und deine Wahrnehmung, Gedanken und Gefühle in einem ständigen Auf und Ab von positiv oder negativ, deine Wahrnehmung, ich sehe oder ich sehe nicht, da gehört dann Sehen, Hören, hören, schmecken, riechen und so weiter dazu. Du bist mehr als das. Da wir aber so beschäftigt sind, unsere Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen irgendwie in den Griff, ich nehme bewusst dieses Wort, in den Griff zu kriegen, übersehen wir völlig, dass die ganze Zeit wir mit dem Größeren, was ich noch nicht definiert habe, immer verbunden sind. Und stellen Sie sich mal vor, Sie wären nicht nur, oder ich, dieser kleine Fuzzi, sondern ich weiß in jedem Augenblick, dass ich in dem Größeren, man könnte das Bewusstsein nennen, es gibt in allen Traditionen so viele Begriffe dafür, ich bin der große Geist, der sich zurzeit als der kleine Fuzzi manifestiert. Ich bin mehr als das, was ich denke, fühle und wahrnehme. Und das weiß ich. Zum Beispiel jetzt, wir machen gleich ein Experiment dazu. Jetzt, in diesem Augenblick, wo ich hier rede, hören Sie mir zu. Da gibt es dann Zustimmung, Ablehnung, Irritation, ich weiß gar nicht, worauf hinaus will, alle möglichen Arten von Gedanken kommen. Aber es gibt auch ein anderes Gefühl, was ich mit Ihnen mal gerne erforschen will. Es gibt auch ein Gefühl, ich nenne es mal so, Sie existieren, Sie sind jetzt da, Sie sind reines Dasein, verzeihen Sie mir jetzt das Wort, reines Bewusstsein, in dem das alles in seinem Auf und Ab stattfindet. Sie sind mehr als das, was Sie glauben. Und zwar nicht, indem ich das, was hier innen stattfindet, positiver mache und selbstbewusster mache, sondern indem ich erkenne, dass ich im Großen, ich nenne es mal so, mir ein bisschen unangenehm, weil ich bin von Hause aus Betriebswirt, ich habe so mit esoterischen Begriffen habe ich immer so eine kleine Problematik, ist an sich völlig unsinnig, aber wenn ich jetzt über Bewusstsein spreche, Sie sind im Moment aller Ihrer Gefühle, der Dinge, die Sie haben, die Sie ausmachen, Ihr Haus oder Nichthaus, Ihr Auto, Ihre Familie, Ihren Job. Sie sind nicht nur dieser Job, oder Sie sind nicht nur diese Familie, sondern Sie sind das, was weiß oder was sich bewusst ist, dass ich in diesem größeren Kontext bin. Ich bin mehr als meine Familie, ich bin mehr als meine schlechte Laune, ich bin mehr als meine gute Laune. Und in diesem Mehrsein passiert was sehr Erstaunliches. Ich will es jetzt erstmal als ein theoretisches Konzept, das man gedanklich erforschen könnte, benennen. Sie sind verbunden mit all diesen Menschen durch diesen großen Raum, auf dem das stattfindet. Nehmen wir uns hier als Gruppe. Sie sind die Maria oder der Klaus oder der Hans oder ich bin derjenige und gleichzeitig ist da ein Wissen, dass ich mehr als das bin. Ich bin mit allen verbunden. Ich selbst bin eine absolute Einzigartigkeit. Ich bin zwar nicht der Geschäftsführer meines Betriebes, aber es gibt niemand, der so ist in der Kombination von Wissen, Erfahrung, Gedanken, äußerlichen Bedingungen, Aussehen wie mich. Du bist in dem Sinne und ich auch, bin völlig einzigartig. Wir sind aber verbunden durch das Größere. Und das ist die Frage, was ist das denn eigentlich? Die großen Traditionen in Indien, Abendland, haben immer von dem großen Geist gesprochen, der uns alle verbindet, wonach wir übrigens suchen, nach dieser Verbindung. Wir suchen meistens die Verbindung, indem ich mir Partner aussuche, die mit meinen Konzepten über die Welt übereinstimmen. Ich mag dich, weil du so denkst wie ich. Ich mag dich, weil du so gut aussiehst, also meine Erwartungen erfüllt. Ich nenne das ist die kleine Liebe. Ich mag dich, weil du alle meine Bedingungen, die ich an das Leben habe, erfüllst. Und dann stellst du fest, nach relativ kurzer Zeit, so war es bei mir, als ich noch in diesem Film war, nach relativ kurzer Zeit stellst du fest, der hat mich betrogen, der ist nicht mehr so, wie ich bin, also kann ich den nicht mehr lieben. Das ist die kleine Liebe desjenigen, der hier steht, der in Beziehung ist, der sieht den anderen durch seinen Filter, das haben wir heute auch mehrmals gehört, ich gucke auf die Welt durch meine Vorlieben und Abneigungen und die Vorlieben und Abneigungen, die ich habe, die habe ich mir nicht ausgesucht. weil der Geschäftsführer streitet sich gerade mit den übrigen Geschäftsführern rum. Ich suche mir das nicht aus. Wir machen mal ein kleines Experiment. Sie bleiben, es hat nichts mit Meditation zu tun, Sie bleiben so, wie Sie da sitzen, und Sie brauchen auch nicht in eine meditative Haltung zu gehen und nicht tief durchatmen. Sie lassen die Augen offen und wir machen was ganz Erstaunliches. Wir tanken jetzt keine Gedanken, um mit diesem Wortspiel zu gehen, sondern wir machen erstmal den Tank leer, damit was Neues in diesem Tank erscheinen kann. Das ist ja das Schöne an diesen Veranstaltungen, es wird so viel angeboten und das Angebotene wird benutzt, das ist die Paradoxie, je leerer sie sind, das heißt, je weniger Vorurteile oder Verurteilungen sie haben, sondern sie einfach offen, präsent dafür sind, was in diesem Augenblick geschieht. Und jetzt zu dem Experiment. Und dieses Experiment, ich muss es jetzt mal verkaufen. Wenn Sie dieses Experiment regelmäßig machen. Es dauert, ich experimentiere jetzt intensiv seit einem Jahr damit, es dauert, was ich Ihnen empfehlen würde, 3 Sekunden. Das ist zumutbar, finde ich. Also stellen Sie sich vor, es gäbe eine Technik, es ist keine Technik, sondern es ist ein Experiment der Selbsterforschung, dass Sie, wenn Sie regelmäßig am Tag 3 Sekunden innehalten, offen sind und sein lassen, also das Sein, was sie sind, dieses Größere, einfach mal zulassen. Dann kann es sein, dass sie dem Leben mit einem viel größeren Wohlwollen, mit einem Respekt und einem Verständnis gegenübertreten, ohne sich Mühe zu geben, ihren Partner zu lieben. Stellen Sie sich vor, Sie wären häufig in einem Seinlassungsmodus und stellen fest, ist ja interessant, wie der ist heute wieder. Oder meine berufliche Situation, die wird ja dadurch unerträglich, durch die Summe meiner Likes und Dislikes. Ich nehme bewusst ja diese aus unserem normalen Sprachgebrauch, die beiden Begriffe. Du und ich, du bestimmst dein Wohlbefinden durch die Summe der Likes, die du gibst dem Leben, dem Partner, den Menschen und deiner Tätigkeit, und der Dislikes. Und dann kommt auch hinzu, die Likes und Dislikes, die du und ich habe, die hast du dir nicht ausgesucht. Das ist ein Teil deiner Konditionierung und deiner individuellen Lebenserfahrung. Der Kölsch wird sagen, das kötzt so wie das kötzt. Es denkt mit dir, und zwar gemäß den konditionierten Likes und Dislikes. Und das wäre eine ziemlich deprimierende Aussage für uns, weil dann wäre ich ja letztlich ein Roboter meiner alten Konditionierung, der in diesem Leben recht und schlecht funktioniert, mit anderen Robotern, die auch verpeilt sind und einfach nur ihre Konditionierung ausleben. Das wäre ein sehr deprimierendes Menschenbild, wenn es nicht das Größere gäbe. Und jetzt zu dem Experiment, das ist der zweite Versuch, dass wir es machen. Ich bitte Sie mal ausnahmsweise, wenn ich sage Klick gleich, das Klick ist sicher auch eine schöne Beschreibung für das Experiment, ich bitte Sie ausnahmsweise mal für 3 Sekunden, 21, 21, 21, innezuhalten, still zu sein und einfach zu schauen, was ist. Das heißt, Sie finden es weder gut, also Like, noch Dislike, sondern sie sind einfach in dem Zustand, dass sie ihr Sein, was ja offensichtlich, sie sind ja noch da, auch wenn sie nicht denken. Was passiert, wenn sie sein lassen? Alle Techniken dieser Welt, die es gibt, ob Geige spielen oder an sich arbeiten, die müssen immer was tun. Das ist das Erste in allen Veranstaltungen, wo ihnen empfohlen wird, sein lassen. Dafür, das kannst du nicht vermasseln, das kannst du nämlich nicht falsch machen, du sollst nur sein lassen. Und stell dir vor, du würdest das am Tag immer dann, wenn du in der Krise bist oder in sehr seltsamen, völlig paranoiden Gedankenverläufen über die Welt, was mit dir ist, deinem Job ist, du würdest kurz innehalten, Klick ist so ein Symbol dafür, wie bei der Kamera, wo es leicht klickt, die Kamera sagt nicht, da hinten die 3, die möchte ich lieber nicht auf dem Foto haben. Die gefallen mir nicht. Aber die 3 oder die 4, die finde ich sehr interessant. Nein, Klick heißt, sie sitzen offen und präsent. Wow. Sie sitzen offen und präsent hier. Und das machen wir jetzt mal. Ich sage Klick und dann versuchen Sie 3 Sekunden nichts zu denken. Ohne Anstrengung, ohne was zu erwarten. Klick. Wie ist das? Sie können mir irgendwas zurufen, ich sage das dann laut und wiederhole. Wie ist dieser Zustand, wo Sie einfach da sind und die Dinge so sein lassen, wie sie sind? Geil. Geil. Das freut mich, weil es ist sehr einfach. Ich würde, verzeihen Sie mir die Übertreibung, es ist einfach. Es ist, sie sind verbunden mit allem, sie sind frei, weil sie nicht vorbelastet sind. Und das ist ein Zustand, den wir uns in unserem Leben an sich immer wünschen und den können Sie jederzeit haben, wenn Sie sein lassen. Der Bildschirm ist ausgefallen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.